So, jetzt auf ein neues. Etwas später am Tag. Heute Morgen waren wir am Spitzfelsen oben. Und jetzt haben wir uns gedacht, ich weiß nicht, ob man sieht, dort oben ist eine Burgruine. Die wollen wir uns anschauen. Allerdings haben wir uns beim ersten Mal vertan. Hier gibt es noch ein Mahnmal zu den beiden Weltkriegen. Und das liegt direkt unmittelbar an unserem Haus. Und da sind wir erst von ausgegangen, dass das die Burgruine wäre. Aber dem war nicht so. Deswegen mussten wir jetzt noch mal ein Stück mit dem Auto fahren und dort hoch hinten. Und das machen wir jetzt mal. Also, bis gleich, viel Spaß. Du hast nur verschluckt, okay. Dann ist ja gut. Ja, Sir. Cool, oder? Ja. Der Siedlerweg. Da sagst du, dass da ist weit bis da hoch. Fußfaules Volk. Belgier. Hä? Belgier. Das ist ein Schwein. Guck mal, hier kannst du dich schlafen legen. Das ist ja orangene Dinger hier. Wenn sich einer damit auskennt, was das ist, schreibt es mir in die Kommentare, ich habe keinen Plan. Aber sie sind geil. Richtig lustig, die Dinger. Guck mal. Das ist ja süß. Kein Trinkwasser. Ah. Da steht das schön. Die Tränkebrünne. Komm, wir können mal rein. Das ist eine gute Idee. Danke für Ihr Vertrauen. Die Siedlerschleife. Das ist ein Naturradler. Cool. Was kostet es? Wo sind die Preise? Wo sind die Preise? Weiß ich eben nicht. Nein, die Kasse rein. Das ist das Meer. Das ist das Kästle. Da steht da vorne schon. Also ein Ding. Ja, ins Kessel rein. So. Nette Idee. Wir mussten gerade auffangen, ja. Ja. Da wirft man seine Spende rein. Oder? Tolle Idee. Ja. Super, ne? Ja. Ja, klar. Unterwegs, eine kleine Rast einlegen. Ja, finde ich immer gut. Ja. Tschüss. Gleichfalls. Gleichfalls. Danke. Ah, das finde ich so super. Ja, das ist alles hier am ersten Tag. Hier kann man noch weiter hochlaufen. Aber hier kannst du unendlich schöne, viele Wege laufen. Ne? Da ist Trinkwasser und da kannst du grillen. Das ist ein kleines Öfen. Die Siedlergemeinschaft. Schau mal, ne? 1982. Mit Grillstelle direkt. Das ist ja der Hammer. Cool, ne? Oh ja. Na, steht das nach, oder? Das ist jetzt nicht gesehen. Nicht gesehen. Nicht mehr so. Erfrischen. Wasser. Ja. Ich hab gedacht, das kommt nach Kohle. Cool, ne? Schöne Ecke hier. Auf jeden Fall. Hier sind überall so Bänke, da kann man sich hinsetzen, grillen.
Und hier die Wege. Das ist bestimmt so ein Rundweg, 100 pro. Ja, jetzt, wie gesagt, jetzt sind wir auf dem Weg zur Burgruine hier in Wolfach. Boah, Hammer. Steinmauern hier. Richtig cool. Ja, jetzt sind wir hier auf dem Weg zur richtigen Burg, zu den Grundmauern der Burg Wolfach hier. Und Hammer, einfach Hammer, Hammer. Wenn man sich vorstellt, wie alt das ist. Das ist jetzt weit, oder? Nein, das ist nicht. Das sind vielleicht 500 Meter. Wie so Sitzreihen im Kino. Der eine oben, der andere unten. Ja, ja. Was für ein krasser Baum. Schaut euch das an. Richtig cool, ne? 1, 2, 3, 4, 5 Äste aus einem Stamm. Wow. Ich habe gerade noch gesagt, das sind Kühe. Müssen wir nur gucken, ob das wirklich der richtige Weg ist. Ach doch, da gibt's einen. Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass das eigentlich. Also auf jeden Fall wollen wir da hoch. Was? Geht's da hinten hoch, oder? Ich weiß es nicht. Ich komme nicht von hier. Guck mal, ganz oben steht auch eine. Ja, ja. Aber da geht's zum Schlösschen. Ja, okay, super, dann sind wir ja richtig. Das ist der richtige Weg, ja. Zum Schlösschen. Da müssen wir ja auch hin. Zum Böschen müssen wir hin. Wir gehen aber ins Schlössle heute. Cool. Oh, krass. Ja, du kommst dann da runter wahrscheinlich auch. Aha. Oh, schön hier, ne? Ja, im Front sind wir noch fast auf die Fresse geflogen. Stimmt, weil ja. Weil es so glatt war, ja? Mhm. Na, schön. Super schön, echt. Das alles an einem Tag. Wenn man früh morgens aufsteht, kann man viel erleben. Und ich war echt ein Langschläfer. Mein ganzes Leben lang. Der Kampf der Freiheit. Die einen gucken so. Komm direkt angelaufen, ne? Hm? Hä? Ne? Bleib hier! Svenja! Ja, komm. Svenja! Wo alle? Svenja! Jetzt kommen sie alle angelaufen. Na, ihr! Frisches Gras, ihr lieben kleinen Zivili, ja? Hört auf den Meister Cooking an und den Titel an. Ich hab frisches Gras zu dir nicht. Kommt, da nennt sich das mal ein Gefolg. Ja, ja. Oh, der ist süß, ne? So. Kann man aufpassen hier am Elektrozaun. Ne, komm mal her. Komm, halt mal drüber. Vorsicht, dass du nicht an den Zaun kommst. Ja. Mhm. Komm gleich wieder, Bros. Hm? Was ist los? Hast du Angst? Hm? Ich habe nur eine Kamera, ich weiß. Wie die guckt. Die Hörner sind ja geil. Mhm. Ja, gerade die Zieglein, ne? Und jetzt geht sie noch einen kleinen geschlängelten Pfad nach oben. Was aber nicht wirklich weit hoch ist. Seht ihr gleich.
So, die Ruine in Wolfach. Puh, ja, nicht wirklich hoch, aber trotzdem. Man ist ja nichts mehr gewohnt hier. Richtig cool. Mag das wohl gewesen sein? Es sieht aus hier. Das sieht aus wie so ein Türrahmen. Das macht irgendwie keinen Sinn hier, eine Treppe hinzubauen. Irgendwie, oder? Was mag das wohl gewesen sein? Ah, jetzt weiß ich, was das gewesen ist. Die Toilette, oder? Man weiß es nicht. Ach so, hier geht auch noch ein Weg. Cool, ach, hier sind die Ziegeln wieder. Hi Schatz, na, alles klar? Und gefällt dir hier, oder? Coole Burg? Coole Burg? Das sieht was älter aus, auf jeden Fall. Geht's da hinten runter? Dann pass auf, ne? Alt der Baum sein muss.
machen. Wir springen. Schaut euch das an. Wir haben richtig tolles Wetter erwischt. Wie gesagt, der erste Tag. Tollster Sonnenschein. Das ist die Burgruine in Wolfach. Ja, kann man sich anschauen. Hat auf jeden Fall einen schönen Ausblick. Und jetzt werden wir noch eine zweite Burgruine besuchen. Die sind hier alle echt relativ nah beieinander gelegen. Zumindest mal mit dem Auto erreichbar. Und wie gesagt, da freuen wir uns drauf und bis gleich. Und die zweite Burgruine heute, oder? Das ist perfekt, oder? Ich habe noch nie einen Glühwürmchen gesehen. Nur von Namen. Wir haben ja so ein Herz wieder, Papa. Da. Die leuchten. Süß und flauschig. Ach, das ist die Bahnschiene. Geht runter, Brücke, oder? Ja, ja. Runter, so. Was für eine alte Mauer, ne? Oha. Guck mal, das ist ja zu viel. Babyglühwürmchen, ist noch ganz klein. Man sieht aber hinten unten Muschelpelz. Komm mit, Kleiner. Wenn wir die ganze Zeit uns ausbauen, packen wir es hoch. Die Schenkenburg, das Wahrzeichen von Schenkenzell. Nimmt man so eine Burgrunde. Und das filme ich euch einfach mal ab zum selber lesen. Und dort oben liegt sie irgendwo. Ja, zweite Burgruine heute. Wandersmann, steh still, ich dir was sagen will. Jetzt gehen wir mal hochschauen. Das war wahrscheinlich entweder hier so typische Landessprache oder Altdeutsch, keine Ahnung. Heute am ersten Tag haben wir echt viel gesehen, muss man ja sagen, ne? Oder wie seht ihr das? Oh, jetzt wieder so schön flauschig, fast zum Reinlegen. Ey, hier sind Blaubeeren, ich werd verrückt. Tatsächlich, hier sind Blaubeeren. Und hier ist ein kleiner Pilz drin. Ja. Cool, cool. Na, wie seht ihr das? Haben wir doch heute einiges gesehen am ersten Tag hier. Bin ich mal gespannt. Meine Frau ist gerade da hochgegangen, kann man auch hier hochlaufen. Ne? Puh. Da merkt man schon die paar Höhenmeter, die man immer so läuft. Wie gesagt, wir sind auch schon früh auf den Beinen gewesen. Schauen wir mal hier. Und mal gucken, was man hier sehen kann. Wo geht's hier lang? Hier geht's nicht weiter. Schaut man dort drüben. Dort drüben steht sie. Ach, hier ist so eine. Ah, cool.
Hier ist eine Brücke. Ja, hier hat ein netter Hundebesitzer noch ein bisschen was da gelassen. Okay. Du wartest kurz, Luca, bitte. Cool, auf jeden Fall, ja. Ja, ich kann ja schon weiterlaufen. Die Stufen sind der Hammer, ne? Was? Die Stufen hier. So recht alte Dinge. Sieht ja richtig cool aus. Wie das so im Ganzen ausgesehen haben muss, ne? Und heutzutage hat man nur noch die Ruinen und die Reststücke so. Aber es ist schon cool ausgesehen haben. So im Ganzen. Ja, bis du erstmal hier rüber bist, ne? Ach, du kannst auch hier unten langlaufen, siehst du? Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich schau dich das an, super, ne? Ich bin jetzt halt da und rüber. Egal. Hallo. Wenn die hier so hochgelaufen sind, so, ne? Ja, ja. Diese 5 Stufen, ne? Haben sie wahrscheinlich gesagt, dass du den Stufen gemacht hast, boah, die sind richtig schön gut geworden. Ja, ja. Oder der hat gesagt, hast du gesoffen, Junge? Ja, nachher beim Runterlaufen muss man echt gucken, wie das nicht so sieht. Was denn? Aber da unten waren sogar Blaubeeren. Oh cool. Hoppala. Gibt's jetzt so? Ja, wirklich auch so. Ja, so. Oh, ich hab zwei. Ich hab zwei. Oh, richtig. So, was haben wir denn hier? Verlass mit Rittersaal. Filme euch das einfach mal ab. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das gerne hier nachlesen auf jeden Fall. Aber hier sind wirklich extrem viele Glühwürmchen. Das ist der Hammer.
Die alten Steine hier, ne? Krass. Hm? Wahrscheinlich so ein Wachturm, aber das ist draufgesetzt worden, oder? Das ist doch nicht echt jetzt von denen. Guck dir die Lampe an. Boah, ja. Da sitzen ein paar drauf auf jeden Fall. Ich möchte sie anfassen. Ich denke mal nicht, dass das jetzt der Eingang war. Weil das hier ist doch neu. Halt doch auf. Das haben die doch früher nicht so gezimmert. Das hier sind die alten Steine. Das hier. Obwohl, das sind auch schon wieder neuere. Aber ich vermute, ja, ich weiß nicht. Ist krass, ne? Flieg. Ah, da fliegt er zu dir. Guck mal, du hast es nicht mal bemerkt, dass an deinem ganzen T-Shirt verdammte scheiß Glühwürmchen. Ja, aber du musst halt auch mal gucken. Bist du dir sicher, dass das Glühwürmchen sind? So, ihr Lieben, mit dieser schönen Kulisse verabschiede ich mich hier heute vom ersten Tag. Wir haben heute echt viel gesehen, ne, Schatz? Mhm. Heute Morgen losgetingelt zum Spitzfelsen. Mhm. Dann mehrere Burgruinen gesehen und heute Abend sind wir noch eingeladen. Heute ist Halloween-Abend, ne? Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Tag Nummer 2 hier im Schwarzwald.